So, und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Banishers hier bei mir auf dem Kanal. Und wir haben in der letzten Folge haben wir hier mit der Seeker, geholfen, die Ghostbusters anzuzünden. Und jetzt wollen wir mal gucken, was die dazu zu sagen hat, würde ich sagen. So, da vorne steht sie schon. Und ich weiß, dass die Folge bei der letzten Folge hier beendet wurde. Rainbow. Seeker. Ich habe alles gemacht, was du wolltest. Hast du gerade mit einer Krähe gesprochen? Ja und nein. Ja und nein, okay. Seid ihr bereit? Gut. Right. Sie erwartet euch. Ah, okay. Gehst du zu der Meisterin? Sind Hexen immer so begriffsstutzig? Weißt du, sie sollten vielleicht die Hexe nicht unbedingt beleidigen, Red, oder? Was meinst du? Ja doch, komm. Sind Hexen immer so stumpfsinnig? Sind Verbanner immer so ignorant? Na komm, wir machen eine Bootsfahrt. Wird lustig. Nein, wir gehen nach New Eden. Der Albtraum hat die Welt zu fest im Griff. Der Nebel ist zu dicht. Ihr könnt nicht in seine Festung eindringen. Es gibt keinen Weg zurück zum Gemeindehaus. Noch nicht. Und nicht ohne Hilfe. Wir haben uns bis jetzt ganz gut geschlagen. Du bist tot. Vielleicht schlagt ihr euch weniger gut, als du denkst. Das stimmt. Du bist drauf. Aber ich verstehe, was du meinst. Wir sprechen mit Ceridine, bevor wir weiterziehen. Das stimmt. Schon besser. Folgt mir. Eine Bootsfahrt, die ist lustig. Bringt das Boot nicht zum Schaukeln. Ist der Weg noch weit? Wie weit ist weit? Keine Sorge, ihr seid in Sicherheit. Sicherheit? Die Sumpflande beheimaten viele zornige Geister. Aber meine Herren sorgt dafür, dass sie still bleiben. Totenstill. Boah, Red, du bist ja richtiger Gentleman, Alter. Nicht schlecht. Nicht schlecht, Red. Der Schemen, gegen den ihr gekämpft habt, sah wie eine Vogelscheuche aus. Verbanna und ihre Schubladen. Sie wird sicher zurückkehren. So wie ich. Hexe aus dem Sumpf. Neue Aufgabe gestartet. Alte Bekannte. Oh, ein Fertigungspunkt. Das war schon immer so. Wir nennen sie die Sumpflande. Aber die Stämme, die hier leben, nannten es Illmouth. Wer dort zu lange verweilt, erkrankt. Okay. Ganz kurz, muss anhalten. Ich habe vergessen, ich wollte vor dem Stream, oder beziehungsweise vor der Aufnahme, wollte ich die Lautstärke etwas erhöhen. Weil ich die sehr leise fand. Dialoge ging eigentlich. Kann ich noch mal, aber trotzdem noch mal ein bisschen aufdrehen. Und ansonsten... mal gucken. Ich denke mal 50%. Das war mir ein bisschen... Das ist mir in der letzten Folge aufgefallen. Das war alles so leise. Verlieren Ceridians Schutzzauber deshalb schneller ihre Wirkung, als sie sollten? Das liegt daran, dass sie stirbt. Mein Beileid. Das Leben ist eine Reise. Der Tod ist nur ein weiterer Schritt. Das ist ja fast so reizend wie die Fahrt durch die Heerengracht. Fehlen nur noch der Hagel und der Hetzer an unseren Fersen. Das können wir sicher einrichten. Du hast die besten Fluchtpläne. Was für ein Chaos. Was ist hier passiert? Menschen, Krieg, das ist hier passiert. Ja, der liebe Krieg. Krieg bleibt immer gleich, haben wir aus Fallout gelernt. Über Ceridine. Was könnt ihr uns über eure Mentorin erzählen? Ich könnte euch so einiges erzählen, aber das werde ich nicht. Sie ist eine äußerst alte Hexe, die diesen Garten bereits seit sehr langer Zeit hegt und pflegt. Das ist alles? Glaubt mir, das ist mehr, als ihr wissen müsst. Die Schemen am Ufer bewegen sich nicht. Die Sumpflande sind gut geschützt. Sind das Soldaten? Das, Miss Duarte, ist Old Souls Armee. Mhm. Old Souls Armee. Alte Seele Armee. Mhm. Cool. Kenne ich nicht. Ihr seid jung. Ihr seid tot. Ich meinte, dass eure Essenz für jemanden in eurem Alter mächtig ist. Wie seid ihr an diesen Ort gelangt? Wie seid ihr Verbannerin geworden und habt so euer Potenzial vergeudet? Tod den Toten. Tatsächlich. Hm. Aha.
Okay, Verbanner und Hexen mögen sich nicht, scheinbar. Willkommen auf Ceridines Insel. Ich kann eine große Macht spüren. Oh, das ist euch also aufgefallen? Wie gesagt, willkommen auf Ceridines Insel. Okay. Sie wartet zu Hause auf euch. Folgt dem Pfad, bis ihr einen schwarzen Teich in der Nähe einer alten Ruine findet. Okay. Wir treffen uns schon bald dort. Hoffe ich nicht. Wie macht sie das nur? Das ist ein Trick, oder? Das Mädchen hat mehr als nur Tricks auf Lager. Sie hat eine Gabe. Eine Gabel, die hat eine Gabel, sehr gut. Und mein Chat schreibt hier, guten Morgen, Herr Dark Orgi. Okay. So, finde Ceridine, das machen wir natürlich jetzt sofort. Ansonsten, ich kann mal ganz kurz mit Atea gucken, ob hier irgendwelcher Loot ist. Das sieht nicht so aus. Christwurz, hier gibt es ja wieder andere, Pflanzen und so weiter. Das heißt, können uns da wahrscheinlich weiterentwickeln. Uah. Da unten ist Metall. Das heißt, ich muss irgendwie da hinkommen. Da liegt noch was. Ich muss mal kurz. Wir müssen mal kurz uns ablenken. Wir haben ja Zeit. Doch nicht. Nee, kann ich nicht lang. Das ist alles sehr geradlinig bei dem Spiel. Es war, naja, oben, ne, ist eigentlich nicht Open World, ne, wenn du es genau nimmst. Und das hier? Spektralnetze. Zu dick, um durchzukommen. Entfernen? Nee. Tut mir leid. Es geht nicht. Okay, das müssen wir wahrscheinlich auch noch irgendein Skill nochmal lernen oder es wird halt zu einer anderen Zeit freigeschaltet. Ich wollte eigentlich nur das Päckchen hier unten haben und das Sumpfeisen. Sumpfeisen. Persönlich noch nie von gehört. Könnt ihr mal bei YouTube in die Kommentare schreiben, ob ihr schon mal so ein Sumpfeisen gehört habt. Ob das wirklich gibt. Ob das eine Erfindung im Spiel ist, würde mich mal interessieren. So. Wir sind hier durch. Möchte das wegspringen? Nee. Oha. Das ist passabel, wenn ich mal die Füße hochlegen will. Ah, hier ist ein Dings. Hier ist ein Speicherpunkt. Schnellreisepunkt. Sehr gut. Aber die Schnellreise würde ich jetzt wirklich auch nur verwenden, wenn wir jetzt irgendwie was holen wollen. Welche Fragezeichen und so. Ach, hier kann ich was wegsprengen. Kinderleicht. Kinderleicht. Eine Truhe. Die ist lustig. Nee. Wie diese Wurzeln, ne? Krieg ich die irgendwie weg? Nee.
So auch nicht. So auch nicht. Auf jeden Fall ist diese. Das ist das Ende von der Wurzel. Also, wir müssen die Wurzel finden von dem Übel, von dem Gedöns. Könnt ihr mir vorstellen? Hier geht's zum Glück auch noch lang. Puppen. Hexen mögen es schaurig. Als Kind habe ich auch Puppen gebastelt. Genau solche. Oh, das kann ich mir lebhaft vorstellen. Haben es die Dings markiert, diese Wurzel? Nur die Netze. Ach doch, hier, das Schlingenefeu. Da müssen wir mal gucken, dass wir dann den Schlingenefeu später mal öffnen. Wenn wir das können. Ich glaube, du musst jedes Gebiet fünfmal bereisen, wenn du fertig geskillt hast. Damit du immer die jeweiligen Optionen hast, das oft zu machen. Seekers schwarzer Teich. Jetzt verstehe ich, warum sie diesen Ort Illmaus nennen. Ich nicht. Aber wenn du es so stellst, dann bin ich zufrieden. Was ist das? Anthea? Okay, kann sie also nicht rufen gerade. Die ist verschwunden. Vielleicht hat sie die Hexe vielleicht hat sie gefangen genommen. Hier hoch ist sie gegangen. Da ist ein Pilz. Aschgrauer Wirling. Hier geht's überall scheinbar. Puh. Hab ich ja wen Loot übersehen? Ich kann jetzt gerade nicht nachgucken. Seekers Nachricht, Ceridin hat alles vorbereitet, was ihr für das Ritual benötigt. Bedient euch, aber nächstes Mal müsst ihr euch die Ingredienzien selbst beschaffen. Seeker. Aha. Aber wo? Ich sehe es nicht. Ja, hier. Ich sehe keinen Ritualpunkt. Oder dass du immer so einen Ritualpunkt gehabt? Vielleicht kann ich nur mit Altea hierher. Ich weiß es nicht. Hexe aus dem Sumpf. Gehen wir erstmal zu dem Fragezeichen und zu dem Links. Ich glaube, da bin ich noch nicht richtig. Hier. Aha. Nein. So war das nicht. Ich wusste, wer ich war. Nur, ich war verloren und wusste nicht, wohin ich sollte. Wann ich irgendwo hin sollte. Ergibt das einen Sinn? Die Zeit stellt den Toten Fallen. Es ist nie gerecht. Ihre Stimme war wie ein Leuchtfeuer. Das Licht in der Dunkelheit, das mich zu mir zurückführte. Und zur Welt. Ihr habt beide eine starke Verbindung. Oder werdet sie haben. Oder hattet sie. Vielleicht treffen alle drei Aussagen zu. Da ist er ja, der andere Verbanner. Seid gegrüßt. Guten Tag. Kommt, setzt euch. Es ist eine Ewigkeit her. Kennen wir uns? Natürlich. Seit eben diesem Moment und seit einem späteren. Vor Jahrzehnten,
Wie dem auch sei, es tut gut, euch zu sehen, Red McGrath. Ich habe ihr unsere Geschichte erzählt. Es stört dich hoffentlich nicht. Welch ein Martyrium. Es tut mir so leid, dass ihr das durchstehen müsst. Es muss furchtbar schwer sein für euch beide. Ich hab Dank. Aber jetzt seid ihr da. Beide. Und ich bin froh. Denn ihr werdet dem nur gemeinsam ein Ende setzen können. Oha, da gibt's einiges zum Reden. Athea und Red. Ah, okay. Die ersten zwei sind Athea und die anderen zwei für Red, oder? Wie sehe ich das? Ja, wer seid ihr wirklich? Wir müssen Atheas Körper zurückholen. Warum sind hier keine Einheimischen? Was bringt man uns hierher? Warum bringt man uns hierher? Na, fangen wir erstmal unten an, würde ich sagen. Wer seid ihr wirklich? Gute Frau. Wer seid ihr wirklich? Eine riesengroße Hexe. Sika. Wir Verbanner sind Hexen. Ja, so viel war mir klar. Okay, okay, okay. Cerodin kommt mir bekannt vor. Seid ihr mit dem Zorn des Albtraums verbunden? Ich würde gerne beides fragen. Cerodin kommt mir irgendwie bekannt vor. Cerodin. Der Name kommt mir sehr vertraut vor. Natürlich. Ihr seid Schotte. Vor langer Zeit einst hieß ich auch Seeker. Ein alter Freund nannte mich Cerodin. Kleiner Sucher, sagte er. Cerodin, ja. Als ich einen neuen Namen brauchte, entschied ich mich für den, den er mir gegeben hatte. Oder zumindest eine Variante, die ich aussprechen konnte. Cerodin. Ich finde ihn durchaus passend. Das stimmt. Kann ich das nochmal so fragen? Wer seid ihr wirklich? Wer ist Seeker? Wir Verbanner sind Hexen. Ja, so viel war mir klar. Cerodin. Der Name kommt mir sehr vertraut vor. Natürlich, ihr seid Schotte. Vor langer Zeit einst... Cerodin, ja. Als ich einen... Cerodin... Okay, also wenn man einmal eine Entscheidung gefällt hat, dann kann man die, also das zweite Gespräch so nicht noch anhören. Das ist ja blöd. Wir müssen Atheas Körper zurückholen. Kannst du mir helfen? Wir müssen Atheas Körper zurückholen. Helf mir! Aber Seeker meint, das Haupthaus sei unerreichbar. Der Nebel unpassierbar. Seeker hat recht. Der Nebel ist der Albtraum. Okay, sind diese Länder geplagt? Das wissen wir doch eigentlich schon. Aber der Albtraum macht den Nebel, oder? Ihr meint, dass der Albtraum den Nebel erzeugt? Der Nebel ist der Albtraum. Der Albtraum ist der Nebel. Sie nähren sich gegenseitig mit wachsendem Einfluss. Der Albtraum verdirbt alle in New Eden. Sie vernebelt ihnen die Sinne und ändert ihre Wahrnehmung. Aber ihr habt den Düsterwald bereits befriedet. Eure Arbeit hat begonnen. Jetzt müsst ihr sie fortsetzen. Okay, warum sind die denn keine Einheimischen? Wo sind die denn alle? Warum fanden wir in New Eden kaum Spuren von Ureinwohnern? Sie waren dort. Aber sie haben sich nie niedergelassen. Weise Männer und Frauen wissen, dass diese Region, vor allem die Sumpflande, verdorben ist. Habt ihr euch deshalb hier niedergelassen? Hier ist der Saum dünn und schwach, der Sumpf voller aufgebrachter Geister. Außerdem ist er abgelegen und schwer zu finden. Gute Gründe zu bleiben. Hier können wir uns verbergen und den Saum flicken. Okay, warum bringt man uns hierher? Ihr habt uns hergebracht. Wieso? Ihr habt viele Fragen und ich habe wenig Zeit. Eure Novizin sprach davon. Es tut mir leid. Mir nicht. Bald werde ich eins mit den Bäumen sein, Wurzeln und Rinde. Aber deshalb habe ich euch nicht hergebeten.
Meine Teuersten, der Pfad vor euch ist noch ungewiss. Aber wisset dies, wenn ihr den Albtraum besiegen wollt, müsst ihr euer Herz öffnen. Ihr müsst euch einander öffnen. Nichts darf mehr zwischen euch stehen. Euer Band muss stark sein. Okay, der Albtraum ist stärker. Wie können wir ihn besiegen? Wie können wir ihn besiegen? Wie können wir sie besiegen? Wie können wir es mit ihrer Macht aufnehmen? Ihr ergebt euch bedingungslos dem jeweils anderen. Als ihr verstarbt, liebste Antea, zerfielen Joiden. Doch einige haben überlebt. Sucht sie. Helft ihnen. Das wird dem Albtraum nicht gefallen. Nein. Immerhin seid ihr eine Bedrohung für seine Existenz. Und er hat recht, euch zu fürchten. Doch er glaubt, ihr könntet ihn nicht erreichen. Er irrt sich. Es gibt eine Möglichkeit. Die Leere, ein furchtbarer Ort zwischen dem Lebendreich und dem Totenreich. Sobald ihr gelernt habt, die Leere zu navigieren, könnt ihr damit die Höhle des Albtraums betreten. Aber zuerst müsst ihr die Menschen von Joiden aus ihren Klauen befreien. Oha. Dann helfen, indem wir denen unsere Schicksalsschulden. Denen helfen, denen wir unser Schicksal schulden. Was ist die Lehre? Um Joiden zu erreichen und meinen Körper zurückzuerlangen, sollen wir ausgerechnet den Menschen helfen, die den Albtraum hervorriefen? Ja. Entschuldigt meinen Mangel an Enthusiasmus. Können wir nicht einfach zurück zum Haupthaus gehen und unsere Arbeit machen? Ihr müsst die Menschen aus dem Griff des Albtraums befreien. Nur dann könnt ihr New Eden Town durch die Leere erreichen und sie stellen. Wie gelangen wir in die Leere? Gibt es dafür ein Ritual? Die Leere hat an einigen Stellen Risse. Folgt den Leuchtfeuern, kommt nicht vom Weg ab und ihr werdet sie sicher passieren. Seeker hat für euch einen Stimmschlüssel angefertigt, damit ihr einen Riss öffnen könnt. Verweilt dort nicht zu lange. Die Zeit ist launisch. Okay. Krass. Mal gucken. Auf Wiedersehen. Ist klar, zeig mir deine Waren. Also, hier kannst du was kaufen bei der. Über den Albtraum können wir nochmal ausfragen. Der Albtraum im Haupthaus war mit Abstand der mächtigste Geist, der mir je begegnet ist. Woher rührte dieser Albtraum? Unerbittlicher Zorn ist ein Fass ohne Boden für rachsüchtige Geister. Aber in diesem Fall steckt vermutlich eine noch finsterere Quelle dahinter. Okay. Was weißt du über Deborah? Wie war die Bestie mit dem Albtraum verbunden? Das würde mich mal interessieren. Wir haben ja die in Folge, was weiß ich, 17 oder sowas, haben wir das Bestie besiegt und, Da ist mir die Idee gekommen, dass die Bestie der Albtraum sein hätte können. Ich weiß es aber nicht, ob das stimmt. Wir wissen, dass die Bestie mit dem Albtraum verbunden war. Aber wir wissen nicht, wie. Mithilfe der Bestie konnte der Albtraum die Siedler quälen. Die Bestie war ihr Avatar. Ah. Sie hat sicher noch weitere. Was genau sind die? Sie sind Manifestationen der Macht des Albtraums. Sie könnten auch ihre einzige Schwäche darstellen. Der Geist des Albtraums wurde durch die Gewalt ihrer Entstehung zertrümmert. Intelligent genutzt, könnten die Trümmer der Schlüssel sein, um ihren Fluch zu brechen. Mhm. Okay. Was weißt du über Deborah? Was wisst ihr über Deborah? Nicht viel. Ich gehe den Menschen von Joiden seit Jahrzehnten aus dem Weg. Ich weiß nur, dass sie wegen Hexerei verurteilt wurde. War sie denn eine Hexe? War sie eine der Euren? Wäre das denn von Bedeutung? Sie war keine Hexe. Sie war eine gewöhnliche Frau. Ein Opfer der tiefsten Furcht der Menschen. Okay, danke. Woher wusste Seeker, wo ich zu finden bin? Am Strand, als ich beinahe ertrank. Ihr habt Seeker geschickt, mich zu finden. Woher wusstet ihr, wo ich sein könnte?
Fragt ihr eine alte Heckenhexe, ob sie weiß, was in ihrem eigenen Garten vonstatten geht? Die Wälder und Flüsse stecken voller mir freundlich gesinnter Klauen, Federn und Schuppen. Ich weiß stets, was ich wissen muss. Das ist wohl die beste Antwort, die wir kriegen werden. Es aber auch ist die einzige. Beste, die ich je versucht habe zu geben, meine teuersten. Danke. Wir haben hier diesen verfluchten Gegenstand gefunden. Keine Ahnung, was das ist. Wir fanden kürzlich ein verfluchtes Objekt. Könntet ihr uns helfen, es zu reinigen? Wirklich? Und wieso gerade wir? Ja, ihr wisst ja, Zauber, Flüche, Hexen. Ich wollte euch nur necken. Es ist eine Freude zu sehen, wie ihr euch windet. Es gibt viele Wege, einen Gegenstand zu verzaubern oder einen Fluch aufzuheben. Seeker könnte euch helfen. Sprecht mit ihr. Sie ist ebenfalls neckisch. Dann zeig mir mal deine Waren, gute Hat Frau. Hat eine Heckenhexe zufällig was Interessantes für einen Verbanner in ihrem Garten? Immer. Und so wird es auch immer sein. Aha. Okay, hier kann ich jetzt Zeug kaufen bei der. Alter, krass. Für diese Hexensteine, wie ich es gedacht habe, das ist eine Währung. Das ist natürlich geil. Hier gibt es eine neue Klamotte. Manifestation kostet 800 Hexensteine. Wenn ein Gegner mit dem Gewehr getroffen wird, verursacht das nächste Manifestation 50% mehr Schaden. Das wäre geil. Aber 800, Alter, ist echt viel. Was ist das? Salomons Anstecknadel. Wenn ein Gegner mit einer Manifestation getroffen wird, erhältst du 7 Bannpunkte. Okay, das ist jetzt nicht so interessant. Hier, Schwert. Wenn der Gegner mit Red besiegt, werden 35 Geisterpunkte wiederhergestellt. Aber du erhältst 25 weniger Geisterpunkte. Ja, okay. Das ist auch nicht so interessant. Seelenscherben. Leersplitter. Geiselablagerung. 1000 Hexensteine. Alter, das ist teuer. Elite-Juwel. 1000 Hexensteine. Scheußliche Verschmelzung. Was waren das, was ich gebraucht habe für die für das eine Dings? Astrale Knochenfragmente, Spektralstaub, Transzendenzfaser. Ich kaufe mal hier scheußliche Verschmelzung. Ich glaube, die haben wir gebraucht für irgendeinen Gegenstand. 100 Stück. Das sind 100 Hexensteine. Kaufe ich mal. Gekauft. Knochenfragmente, weißt du was? Scheiß drauf. Ich glaube. Transulenzfasern und Astralknochenfragmente möchte ich noch ein paar kaufen. Transulenzfasern. Oh, ich habe keine. Oh, scheiße, ich habe mich jetzt verkauft. Aber ist nicht schlimm, das ist in Ordnung für mich. Soweit. Wir sammeln das Zeug auch wieder. Denke ich mal. Und wir können auch Zeug wieder hin verkaufen zu dir. Also von daher. Auf Wiedersehen, gute Frau. Danke, Seredin. Wir hauen ab. Bevor ihr loszieht, verratet mir eine Sache. Hm? Wofür habt ihr euch entschieden? Was meint ihr? Ihr habt euch gegenseitig ein Versprechen gegeben. Wie lautet es? Wofür habt ihr euch entschieden? Diese Welt zu verlassen. Mm-mm. Wie schwer muss es sein, diesem Pfad zu folgen? Die größten der großen Mysterien bleiben uns verwehrt. Aber habt Vertrauen. Frieden findet man nur am Ende. Der Stimmschlüssel liegt auf dem Tisch. Er wird euch in der Leere beschützen. Seeker wartet am Teich, um euch den Weg zu weisen. Okay, danke. Ich habe gelesen, es gibt, also wir haben ja am Anfang haben wir diesen Eid geschworen. Also wir haben Atea den Eid geschworen, dass wir ihr helfen, in die ewigen Jagdgründe einzugehen. Und diesen Eid kann man dann nochmal bekräftigen. Das heißt, man kann seine Entscheidung nochmal revidieren bei der Hälfte ungefähr. Bei der Hälfte vom Spiel. Aber problematisch ist, dass du dann gar nicht mehr genug Seelen sammeln kannst. Also genug Dings. Essenzen. Das ist schwierig. Also wir müssen auf jeden Fall das nochmal durchspielen, das Spiel. Aber das werde ich dann offscreen machen. Wie ich das schon angedroht habe. Greift zu. Nehmt euch, was ihr benötigt. Equilibrium. Oh, das ist was Neues. Hier ist der handgefertigte Stimmschlüssel, öffnet Leerrisse.
Stimmschlüssel hat sie mal gesagt. Jetzt heißt Stimmschlüssel. Jetzt macht Sinn. Damit kannst du einen Riss vielleicht öffnen. Das macht auf jeden Fall Sinn. Ich bräuchte mal. Hier ist noch was zum Lesen. Die Folge ist eh fast durch. Also kann man das noch schnell vorlesen und dann ist Schluss. Denke ich mal. Ich würde mal ganz kurz gucken. Ins Inventar. Haben wir eben irgend so einen Scheiß aufgesammelt. Scheiße. Dings. Wo ist es hin? Geiselanlagerung. Schlüssel. Da. Was war das? Eine Brosche. Achso, das war eine Kette, ne? Amulett, genau. Hier ist es. Liquirium. Alter, kann es nicht aussprechen. Da hängt mein Gaumen. Das ist krass. Red Terror verursachen 25% mehr Schaden an verwundeten Gegnern, über 90% weniger Schaden an Gegnern mit voller Gesundheit. Red und Athena verursachen 25% mehr Schaden an verwundeten Gegnern, aber 90% weniger Schaden an Gegnern mit voller Gesundheit. Ne, das ist auf jeden Fall scheiße. Das lassen wir sein. Das ist ja Blödsinn. Das kann ich vielleicht verkaufen, das braucht kein Mensch. So, lesen, haben wir ja gesagt. Hier Buch, Notiz. Zwischen den Runen befinden sich hingekritzelte Notizen. Oha. Auf der linken Seite findet ihr das Haus des Hades, der Unsichtbare, der toten Gott, vor. Sowie eine Quelle und in der Nähe einer emporalen weisen Zypresse nährt euch nicht an der Quelle. Eine zweite Quelle mit eiskaltem Wasser werdet ihr finden am See der Minösen, Göttin des Gedächtnisses. Die Göttin des Gedächtnisses, die bräuchte ich mal. Vor dem Wächter der Wachen steht, spricht, ich bin ein Sohn der Erde und des Sternenhimmels und himmlischen Rasse. Und auch ihr wisst dies. Ab diesem Moment mit dem Pantheon der Helden werdet ihr herrschaftlich sein. Niedlich. Lieber Persephone, die entlang des Saums tanzt, als Dionysos, der einmal geht und einmal wiederkehrt. Andererseits lieber Orpheus, der Eurytiker. Alter, was ist denn los heute? So einen Witz vorlesen? Ist gerade schwierig. Damit Orpheus Seelen singen im Duett mit Lyra, scharf wie eine Klinge. Sie ließ Plutus bleierne Tränen fließen und beide lieben in der Unterwelt spießen. Alter, was ist denn das? Notiz an... Das reicht, danke. Es fühlt sich unnatürlich an, gefährlich. Das Ganze, als Verdammer hat natürlich nichts mit Gefahr zu tun. Nee, das ist auf keinen Fall. Liebes altes Kind, solltest du je dein Schicksal erfüllen und New Eden verlassen wollen, denk daran, es ist im Buch des Mondes immer Platz für dich und geben wird. Bis dahin mögen mein bescheidenes Buch mich daran erinnern, dass du viel verborgene Schwester hast. Madre. Okay. Moin. So, Seeker ist ja hier am Start. Auf jeden Fall. Wir haben. Ich glaube, das war's an der Stelle. Hier ist noch was. Wollen wir nochmal mit Atea gucken. Wir haben alles eingesammelt. So, na gut, haben wir das vorgelesen, haben wir eingepackt, haben wir mit der COD heute gesprochen und dann in der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall uns mit Seeker beschäftigen und versuchen aus dem Sumpf zu kommen und weiter unseren Weg zu machen Richtung New Eden Town. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, ja hier Banishers und Geister und so. Tschüss. Way back before we blew it all.